Ey, ohne Mist, wo das mit Pokémon Go anfing, ich habe Leute in meiner direkten, wirklich in meiner direkten Nachbarschaft gesehen. Die wohnen angeblich 40 Jahre hier, die habe ich noch nie gesehen. Auf einmal waren die draußen mit Handys und sowas. Die haben sich dann das Handy erstmal angeguckt, weil die damit nicht zurechtkamen, weil die 40 Jahre nur in der Wohnung waren. Auf einmal waren da Leute und ich dachte, was geht denn hier ab? Ich dachte wirklich, alles klar, wir sind tot, die Zombies kommen raus. Aber das sind alle einfach nur Leute gewesen, die seit 40 Jahren in der Wohnung waren. Ich dachte jetzt wirklich, jetzt geht's los. Es ist vorbei, die Zombie-Apokalypse. Ich habe mich auf den Tag vorbereitet. Ich habe ja Resident Evil gespielt. Das fanden auch die Leute dann nicht so lustig, ne, dass ich dann ja mich um die Zombies gekümmert habe. Ne? Das fanden die echt nicht lustig. Ne? 150 zum Teil ziemlich brutale Minimonster. Aufruf zu gewalttätigem Verhalten. Vielleicht hätte man es gar nicht erst reinlassen dürfen, das gelbe Viech. Wirklich jeder Mensch auf der Welt kennt Pokémon. Auch wenn die Spiele über die Jahre eine eher weniger beliebte Entwicklung hinter sich haben, hat jeder mindestens einmal davon geträumt, dieses Pokémon zu Smash. Die besten Pokémon im Spiel zu fangen. Und doch Pokémon ist viel mehr als nur die Spiele. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste gerade gar nicht, was für ein Pokémon das überhaupt ist. Aber wenn die. Ich wollte immer Pikachu haben. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde, Pikachu hat ja einen Sinn. Ne? Ich würde den ja in den Käfig packen, wenn ich den hätte. Ich hätte ihn ja mit meinem Handy fangen können. Ich hätte ihn in meinen Käfig gepackt und dann hätte ich für immer und ewig Strom gehabt. Ne? Hätte ich einen Generator hier. Das wäre doch sinnvoll gewesen. Ich habe aber Pikachu leider nicht gefunden. War nirgendwo hier. Ich weiß nur, hier vor uns war eine Battle Arena. Ist halt nur doof, weil hier Gengkrieg gerade in der Zeit war. Und auf einmal waren da drei Gangs, die Pokémon Go Gang und die anderen zwei Gangs. Und ja, die Pokémon-Leute haben leider verloren. Sind, ja, verstorben. Ne? Es gibt Naja. Pokémon-Karten, betrügerische Pokémon-Karten, wo übrigens keiner die Regeln von versteht. Pokémon-Essen, Pokémon-Plüschtiere, Bücher, Puzzles, Pokémon-Actionfiguren, Pokémon-Betten, Pokémon-Bodybuilding-Statuen, Bruder, was zum F- Real-Life-Pokémon-Bälle und noch viel mehr. Und mit den mittlerweile 8 Pokémon-Generationen gibt es für gefühlt alles ein Pokémon. Ein Pokémon, was so aussieht wie die Steine von den Osterinseln. Ein Pokémon in Form eines Schwertes, eine fucking Sandburg und Pokémon für die Steine überhaupt auf die Osterinsel gekommen und so weiter. Und 2014 brachte Google Maps als Aprilscherz eine Kollaboration mit Pokémon raus. Man kann überall auf der Welt Pokémon finden und einsammeln. Du kletterst irgendwo eine Wand hoch, fällst fast runter, hältst dein Handy in eine Hülle und oh mein Gott, ein wildes Pokémon. Da wollten die bei mir in der Wohnung ein Pokémon sich catchen. Und ich habe mir gedacht, alles klar, das sind Einbrecher, die Balosch weg. Sorry. Ne, die haben mir die Tür aufgebrochen, weil die nur das scheiß Pokémon hier in meiner Wohnung haben wollten. Und dann haben sie gesehen, oh, das bin ja nur ich. Ne, selbst mich haben sie ins Spiel reinprogrammiert. Ne, Monster, Pokémon. Ja, aber ne, ich habe mich dann halt gewehrt. Ne? Da war halt eine Omi, die war 80, die wollte unbedingt das Pokémon hier in meiner Wohnung haben. Tut mir leid, ich dachte, du wärst eine Einbrecherin. Naja, aber die Idee, Pokémon in der echten Welt zu fangen, hat die Leute fasziniert. Und so machte sich ein Entwicklerteam ans Werk. Und 2 Jahre später war es dann soweit. Pokémon Go. Und die Leute waren absolut gehypt. Pokémon Go, how? Jeder wollte sein Kindheitstraum. Ich muss aber auch dazu sagen, mir hat schon allein schon nie gefallen, das Go. Ne? Also, wenn ich irgendwie beim Spiel oder allgemein, wenn ich laufen muss, bei irgendeiner Aktivität, ist bei mir sowas unten durch. Ne? Ist schon vorbei. Wenn ich laufen muss irgendwie, dann ist es vorbei. Dann will ich das gar nicht spielen. Und nee, der gefällt beste mir schon gar nicht. Trainer der Welt werden. Und dann kam das Spiel raus. Und ich meine, es war immer noch nicht so cool wie der Trailer, kam aber ziemlich nah ran. Und das Spiel war ein absoluter Erfolg. Wirklich jeder Mensch auf der Welt hat Pokémon Go gespielt. Und die Leute haben nach Release statistisch mehr nach Pokémon Go als nach Pornografie gesucht. Die Regeln sind einfach. Man lädt die App runter. Nee. Genau in dem Moment, weil das Internet endlich mal gut war, weil die ganzen Leute weg von meiner Umgebung waren, weil die irgendwo in der Alaska sich da einen Eisberg geschnappt haben, konnte ich
besser surfen. Ich hatte gutes Internet, also ich hab's ausgenutzt, die Zeit, ne? Mit dem Handy durch die Gegend laufen und kann verschiedene Pokémon in der Umgebung fangen. Und durch die neue Reality-Funktion fingen Leute an, überall im Real-Life Pokémon zu finden. Wirklich, überall. Pokémon vor der eigenen Wohnung, Pokémon auf der eigenen Toilette, auf der Pfanne beim Kochen. Im radioaktiven Kernkraftwerk von Fukushima. Ein guter Freitagabend mit dem besten Bro. Pokémon am Tanzen in der Spielhalle. Diese Pokémon hier an sehr fragwürdigen Orten. My pronouns are he, not him. Boah, Alter. I'll never be him. Ein Taubsi ist ein Taubsi, auch während der Geburt des Sohnes. Oh mein Gott, an wen das schicke, ich kann es nicht. Wo zum Fick bin ich? Man konnte Pokémon wirklich überall fangen, sogar in Nordkorea. Oh. Und das Problem war nur, dass man teilweise an die verrücktesten Orte laufen musste, um ein Pokémon zu fangen. Leute gingen erstmal auf Friedhöfe und Denkmäler, dann in die Gärten von anderen Leuten, dann in die Kirche während deines Gottesdienstes. Ach, würden sie beide damit aufhören? Und so fingen auch Leute auf YouTube an, Pokémon Go Videos zu machen. Und die App verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Und innerhalb kürzester Zeit standen Leute an jeder Ecke rum, um ihr Pokémon-Team zu erweitern. Und dann gab es dann noch die Raids. Seltene Pokémon wie Mewtwo oder Lapras konnten exklusiv und einmalig an bestimmten Orten im Land erscheinen. Und so stürmten die Leute los und rannten durch die ganze Stadt, um ein seltenes Pokémon zu fangen. Ja, aber was das auch für Leute waren, wie schon gesagt. Also bei den meisten, die sahen aus wie Leichen, weil die noch nie Sonnenlicht abbekommen haben. Die andere Hälfte, waren irgendwie Leute, die ihre Ruhe haben wollten, weil sie irgendwie die ihre Freizeitbeschäftigung wegräumen mussten, also ihre Leichen, also das waren schon komische Leute, also ganz komisch. Also ich glaube auch viele Gangs haben sich dann gegen so Pokémon-Trainer zusammengeschlossen. Ich kann es gut verstehen, ne? Ich kann es wirklich gut verstehen, weil das waren nur Verrückte, das waren wirklich nur Verrückte. Und ich habe mich auf so einen Tag vorbereitet. Wie schon gesagt, ich habe alles ausgepackt und habe dann mich um die Zombies gekümmert, ne? Das ist nuts. Außerdem gab es exklusive Pokémon für jeden Kontinent und Leute flogen teilweise Stunden, um ein einziges Pokémon zu fangen. Dann gab es noch diesen Giga-Chat hier, der sich dazu entschied, mit seinem Fahrrad durch die Stadt zu fahren, um wirklich alle Pokémon auf einmal zu fangen. Und manche Leute blieben direkt zu Hause und nutzten Fake-GPS oder den Pokémon Go iOS-Brüten-Ventilator-Trick. Ab Level 5 konnte man auch eines der drei Teams beitreten. Und Leute haben natürlich wieder komplett übertrieben und eine ganze Internet-Subkultur draus gebaut. Und dann passierte etwas Vorhersehbares. Zwei Spieler in Kalifornien wollten einen Glumanda fangen, übersahen zufällig die zahlreichen Achtung-Klippe-Schilder und fielen beide 20 Meter die Klippe runter und überlebten. Allerdings mit schweren Verletzungen und der Vorfall machte in den Medien die Runde. Und so tauchten immer mehr Vorfälle auf von Leuten, die schafften, das Spiel auf die Spitze zu treiben. Ein paar Jungs fingen den ganzen Tag vor dem Haus eines alten Mannes Pokémon und der fing einfach an, mit einer Schrotflinte auf sie zu schießen. Ein Mädchen fand anstatt eines Pokémon im Fluss eine Leiche. Ein Typ spielte Pokémon Go im Auto, crashte auf laufender Kamera einen Polizeiwagen und zeigte dann noch stolz seine App. Andere hingegen sind während des Pokémon Go-Spielens auf Schienen gelaufen. Dann gab es Vorfälle von Leuten, jetzt mal ganz ehrlich. Ist alles schlimm. Und wenn da auch Leute gestorben sind, ist definitiv schlimm. Ne? Aber da frage ich mich wieder. Leute, die auf Schienen laufen, Leute, die die Warnschilder, Achtung Klippe, übersehen, gegen ein Pokémon, Leute, die beim Autofahren Pokémon Go spielen, naja, so, das war an sich, kann man schon fast sagen, eine natürliche Selektion, würde ich jetzt sagen, ne, es war höhere Macht, ne, es war Pokémon Go Macht, ne, also, ja, was willst du mit solchen Leuten anfangen, ne? Das ist halt die Frage, ne? Was willst du mit solchen Leuten anfangen, ne? Pokémon in Militärbasen gelaufen sind oder zufällig in ein noch aktives Minenfeld gesteppt sind. Und ein paar Genies hatten eine besondere Idee. In Pokémon Go gibt es sogenannte Log-Module. Man aktiviert die einfach an einem bestimmten Ort und überall drumherum spawnen plötzlich mehr Pokémon als sonst. Und andere Spieler werden mit hoher Wahrscheinlichkeit vorbeikommen. Nun, zwei Leute haben ein Log-Modul aktiviert, auf Pokémon Go-Spieler gewartet, mit Messer und Waffe bedroht und ausgeraubt. Über 20 Raubüberfälle von gestohlenen Autos bis zu Banküberfällen. Also quasi so Team Rocket, nur in Real Life mit Waffe und so. Und die wollen auch nicht deine Pokémon, sondern dein Geld. Ah. Und als das die Runde gemacht hat, ja, das Spiel. Das ist bei mir Vorteil. Hätte ich das gespielt und ich wäre in so eine Falle getreppt, ich habe gar kein Geld. Die hätten von mir, weiß ich nicht, die hätten vielleicht
meine Steuererklärung machen können, dann hätten sie 2-3 Euro bekommen, ne? Also das hätte ich denen noch angeboten, ne? Aber ich habe ja eh kein Geld dabei. Ich habe auch allgemein kein Geld da, ne? Also deshalb ist es, hat schon Vorteile, ne? In vielen Ländern gebannt. Erst im Iran, dann in Thailand und in Saudi-Arabien wurde das Spiel illegal, weil die Pokémon-Entwicklungen auf der dort abgelehnten Evolutionstheorie von Darwin basierten. Mehrere Spieler wurden dort deshalb schon verhaftet. Warum bist du im Gefängnis? Dieses gottverdammte Glumander, ich konnte einfach nicht widerstehen. In China bannte das Spiel, bevor es überhaupt rauskam, weil Kommunismus und so. Und in jeglichen Ländern entstanden die ersten Pokémon Go-Verbotsschilder. Auf Autobahnen, in Cafés, in Schulklassen oder auf Friedhöfen. Und manche Restaurants machten sich das Prinzip des Lockmoduls zugunsten und spawnten viele Pokémon in ihrem Restaurant oder gaben den Spielern Rabatte, wenn sie ein bestimmtes Level erreicht hatten. Und ab dem Zeitpunkt bekam auch Boomer davon mit. Und neben einigen sehr unangenehmen, dystopischen Zeichnungen, die alte Leute alleine zu Hause zeichneten, während Jugendliche draußen Spaß hatten, schaffte es Pokémon Go erst in den Matheunterricht und dann in den amerikanischen Wahlkampf. Das ist eigentlich, wenn man sich mal so die Entwicklung von Pokémon Go anguckt, kann man sagen, das war eine höhere Macht und ein paar Leute, ja, ist halt doof gelaufen, ne, die Unfälle. Also das war dann natürliche Selektion, würde ich jetzt mal sagen, ne, ganz natürlich Pokémon Go, das kommt auch von der lieben Gaia-Welt. Und, ja, ich finde das die so faszinierend, ne, die Entwicklung, so jeder wollte zuerst alle Pokémons haben und alles drum und dran, dann sind halt paar verunfallt, auf einmal haben viele Länder gesagt, nee, das wollen wir doch lieber nie haben. Wo ich dann sagen muss, ja gut, wenn jetzt jemand so dumm ist und auf so ein Minenfeld läuft, ganz ehrlich, was willst du mit so einem anfangen? Ne? Also, ich würde es ja auch machen, ne, für Pikachu. But I'm trying to figure out how we get them to have Pokemon go to the polls. Scheiße, das ist cringe. Dann super lustig zurück. Und natürlich schafft es Pokémon Go auch in die Nachrichten. Pikachu and 150 of his little friends can now. 2017 wurde dann das erste Pokémon Go Festival angekündigt. Leute konnten Pokémon Go spielen, aber halt zusammen in diesem Viereck. Und man bekam dort exklusive legendäre Pokémon. Awards fürs dabei sein und mehr Items als sonst. Also reisten Leute aus der ganzen Welt für teilweise bis zu 800 hochgeskatten Dollar an, standen für 4 bis 5 Stunden in der Schlange, nur damit die Pokémon Go Server zu 90% des Tages wegen Überlastung offline waren. Die Leute waren nicht so glücklich. Mr. John Hankey! You gotta catch fire type! Oh my god, I'm so excited! Nachdem die Veranstalter dann versucht haben, den Leuten als Entschuldigung ein seltenes Lugia anzudrehen, gab es aus noch mehr Frust heraus eine Sammelklage mit einer Endsumme von 1,5 Millionen Dollar Schadenersatz. Und langsam ging der Hype vorbei. Und zahlreiche schlechte Kopien von Pokémon Go wurden entwickelt und ruinierten dann irgendwie den Markt. Guckt mal, das Garfield. Ja. Das Spiel wurde über die Jahre mehrfach versucht. Spielen Garfield Go. Und das gar nicht so unerfolgreich. Doch als schließlich die Pandemie kam, sinkte auch die Spielerzahl und die suchten sich wieder andere Klassiker auf dem Markt. Und heute wird sich gerne daran zurückerinnert, wie Pokémon Go die Welt für mindestens eine Woche lahmlegt und Leute sich... Aber mal, ne, was ich vorhin auch noch sagen wollte, was ich irgendwie mitten im Satz vergessen habe, Pokémon Go kann man wie so ein Infekt, ne, wie so ein Virusinfekt sich vorstellen. Ne? Die ganze Welt war davon infiziert, hat auch viele betroffen, sind leider auch viele verunglückt und danach wurde der Infekt bereinigt. Das war ein Masterplan von der Regierung, ne? Ja, ich glaube denn nix. Das war ein Masterplan von der Regierung. Die wollten mal gucken, ob man die Menschen so manipulieren kann mit einem Pokémon Go-Spiel. Das weiß ich doch. Ich habe doch die ganzen Dinger hier, die ganzen Unterlagen, die kann ich euch schicken. Die habe ich per Post gestern bekommen. Das war ein Plan von der Regierung, weil die gucken wollten, wie wir uns beeinflussen lassen von einem Spiel. So war das. Ist wirklich so. Die darauf fokussierten, der beste Pokémon-Trainer der Welt zu werden, um am Ende gegen die Top 4 der Welt anzutreten, um schließlich Kim Jong-un in einem epischen Endbattle zu besiegen. Ja, nee, das, also ich fand die Pandemie schrecklich. Also ich habe schlechte Erinnerungen daran. War nicht schön, war keine schöne Zeit. Ich habe so komische Menschen getroffen, also wirklich sehr komische Menschen. Wie schon gesagt, meine direkten Nachbarn, die habe ich seit 40 Jahren nie gesehen, ne? Auf einmal kommen die raus und. Ja, vor allem das Schlimme war ja noch, die mussten sich erstmal an das Sonnenlicht gewöhnen. Die kannten ja auch kein Sonnenlicht. Ne, die mussten alle dann mit Sonnenbrille draußen rumlaufen, ne? Und die mussten ihre Haut eincremen, weil die Haut keine Sonne gewohnt war.
Ne, die haben schon bei den kleinsten Sonnenstrahlen, haben die gleich hier Dings bekommen hier, ne? Sonnenbrand. Ne, also es war eine schlimme Pandemie. Ich bin froh, dass wir das mit wenigen Opfern geschafft haben. Ich hoffe, wir sind für die nächste Pandemie gewappnet. Ich hoffe, wir haben draus gelernt, wie man so eine Pandemie eindämmen kann. Und ja, ich bin gespannt, was in Zukunft kommt. Ne, ich bin wirklich gespannt, was in Zukunft kommt. Ich habe schon Angst vor der Zukunft. Ich habe wirklich Angst. Ne, also wirklich Angst. Und ich glaube, es ist soweit mit dem SpaceX-Programm. Ich werde mich da jetzt anmelden und werde mal Elon Musk zum Kaffee einladen. Also er muss mich einladen, ich habe ja kein Geld. Ob er mir eine Rakete bauen kann und ich dann abhauen kann. Das ist das Beste, was man machen kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und schaut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.